Der Bunnyman Wer ein großer Fan von Horrorfilmen ist, hat bestimmt schon mal was vom Bunnyman gehört. Der Bunnyman ist in Amerika zu einer sogenannten Urban Legend, also zu einer Art Volksglauben geworden. Allerdings spalten sich hierbei die Meinungen, da einige Leute der großen Überzeugung sind, dass es sich beim Bunnyman nur um einen Mythos handelt. Andere Zungen jedoch behaupteten, dass es den Bunnyman tatsächlich mal gegeben hat und dass er in einer bestimmten Zeit bei manchen Leuten für Angst und Schrecken gesorgt hatte. Laut Erzählungen wird der Bunnyman als eine Person beschrieben, die ein großes, verschmutztes Hasenkostüm trägt und soll meistens mit einer Axt bewaffnet sein. In manch anderen Versionen ist sogar auch von einer Kettensäge die Rede. Sprechen soll der Bunnyman angeblich nicht. Er soll meistens nachts auf seine Opfer losgegangen sein, die er entweder verletzte oder sogar auch ermordete. Auch für manche Ruhestörungen soll der Bunnyman in seiner Umgebung gesorgt haben. Vom Ursprung bzw. Anfang des Bunnymans wird laut Einheimischen schon in den frühen 1970er Jahren erzählt. Damals zirkulierten im US-Bundesstaat Virginia das Gerücht, dass ein Serienkiller und Vandalist in einem weißen Hasenkostüm sein Unwesen treibt. Besonders in der Ortschaft Clifton, wo sich auch die sagenumwobene Bunnyman-Bridge befindet. Er soll, mit einer Axt bewaffnet, Kinder bedroht und auf Privatgrundstücken vandaliert haben. Im Jahr 1973 wurde sogar auch in den benachbarten Bundesstaaten, wie Maryland oder Washington, D.C., ebenfalls von solch einem Bunnyman berichtet. Laut alter Zeitungsartikel wurde immer wieder in den 70er Jahren von vielen Taten des mysteriösen Bunnymans berichtet. Zum Beispiel berichtete die Washington Post am 22. Oktober 1970 davon, dass ein Augenzeuge aus Fairfax County in seinem Wagen zusammen mit einem Beifahrer während einer Autofahrt vom Bunnyman mit einem Beil angegriffen wurde. Die beiden Männer konnten fliehen und der Bunnyman war verschwunden. In einem anderen Zeitungsartikel. Am 31. Oktober 1970 berichteten Zeugen davon, wie sie beobachtet haben wollen, wie der Bunnyman mit einer Axt das Dach eines Neubaus einschlug. Die Polizei soll, laut Artikel, eingeschaltet und eingetroffen worden sein. Sie sollen auch vom mysteriösen Bunnyman bedroht worden sein, aber nicht verletzt. Dennoch wurde der Bunnyman, aus welchem Grund auch immer, nicht von der Polizei gefasst, sondern war nach dieser Tat wieder verschwunden. Natürlich kursierten im US-Bundesstaat Virginia gegenüber dem mysteriösen Bunnyman die unterschiedlichsten und skurrilsten Geschichten und Theorien. Besonders wollte man natürlich gerne wissen, wer überhaupt der Wahnsinnige im Hasenkostüm sein könnte. Hierbei entstand neben Geschichten und Theorien auch die eine oder andere Legende zum Fall. Zum Bunnyman werden zwei unterschiedliche Legenden erzählt. Die eine ist recht kurz und erzählt davon, dass der Bunnyman angeblich ein Teenager war, der an einem Ostersonntag seine gesamte Familie erstochen hatte und dabei ein Hasenkostüm trug. Die zweite und am häufigsten vorgetragene Version Stammte aus dem US-Städtchen Lorton im US-Bundesstaat Virginia. Dort soll sich eine baufällige Psychiatrie befunden haben, deren Patienten sollten 1920 wegen Umbauarbeiten umgesiedelt werden. Dazu wurden die Insassen in spezielle Busse verfrachtet. Doch während der Abfahrt soll einer der Busse einen Unfall gehabt haben, woraufhin einige Patienten fliehen konnten. Zwei von ihnen wurden angeblich nie gefasst. Während der monatelangen Suche nach den zwei Patienten fand die örtliche Polizei in der Nähe einer Zugbrücke im Wald zahlreiche Hasenkadaver. An dieser Brücke sei bald darauf ein gehängter Mann aufgefunden worden, der sich später als einer der beiden gesuchten Patienten rausstellte. Der andere Mann bzw. Patient soll hingegen nie gefasst worden sein. Diese Bahnbrücke im Wald soll dann später den Namen Bunnyman Bridge tragen. Laut anderen Berichten zufolge soll es der Polizei angeblich gelungen sein, den zweiten Gesuchten an der Bahnbrücke im Wald einzukesseln. Doch der Mann habe sich vor einen herannahenden Zug geworfen. Von einer Leiche des Gesuchten wurde aber nie berichtet. So, dass man sich einfach nicht sicher ist, ob der Gesuchte vielleicht doch noch weiter am Leben war. Den genauen Hintergrund zum Ursprung des Bunnymans konnte man jedoch nie richtig herausfinden. Da sich eben hierbei die Gemüter bzw. die Erzählungen zum Mythos hin und wieder scheiden. Auch wenn man keine genauen Rückschlüsse zur Legende des Bunnymans mehr herausfinden kann, so hinterließ diese Person bei manch anderen Leuten auch eine gewisse Faszination die mit zahlreichen weiteren Geschichten und Verfilmungen zum Bunnyman nach sich brachten. Wie schon bereits erwähnt, handelt es sich beim sogenannten Bunnyman um eine Urban Legend, beziehungsweise einen Volksglauben, der noch bis heute zu einem der gefürchtetsten Legenden Amerikas zählt.